Vielleicht schreckt es mich dann halt auch davon ab, an einer Demonstration teilzunehmen, wenn ich weiß, ich kann potenziell jederzeit identifiziert werden. Oder vielleicht schreckt es mich davon ab, eine religiöse Stätte aufzusuchen, das etwas über meine Religion aussagt, oder ein Lokal, das etwas über meine sexuelle Orientierung aussagt und so weiter. Das heißt, es kann uns davon abschrecken, ganz grundlegende Grundrechte wahrzunehmen, wie eben Versammlungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter.